So, liebe Freunde, heute ist der 1. Juli und von 11 bis 14 Uhr findet meine Veranstaltung auf der Theresienwiese statt. Und wir sind schon am Aufbau der Bühne. Und unsere Veranstaltung ist natürlich eine selbstfinanzierte, nicht parteienfinanzierte Veranstaltung. Deswegen ist das alles ein bisschen kleiner, wie das, was in Erding war. Aber dafür kommt es vom Herzen für Bayern und für die Bürger. Und der Ort, an dem wir jetzt hingehen, ist das, worum es hier geht. Bayern ist das größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. 20% der Fläche. Und nach der neuen Wahlgesetzgebung würde dieses Land nicht mehr im Bundestag vertreten sein von dem, was die Bayern gewöhnt sind nach dem neuen Wahlgesetz. Und das muss man den Leuten erklären, denn der Platz, auf dem ich mich gerade befinde, im Hintergrund ist der Platz der Bavaria, unsere Statue unseres Bundeslandes. Und ich habe ja angekündigt, dass wir, wenn die Stimmung entsprechend ist nach meiner Rede und den Informationen und auch den Reden der anderen Bürger, die bei mir reden können, also bei mir redet keine Politik und keine Vereinigungen, sondern bei mir reden die Bürger auf meiner Demo, dann geht es eben darum, eine Spezialoperation zu starten, dass wir von der Politik nicht in Bayern verarscht werden können. Und es gibt noch einen zweiten besonderen Hintergrund. Ich habe ja eine E-Mail-Adresse für diese ganze Aktion ins Leben gerufen und die hieß Engel Aloysius Hilf Bayern. Das geht zurück auf Ludwig Thoma und seine Geschichte, dass die bayerische Staatsregierung bis heute auf die göttlichen Eingebungen wartet. Und ich war schon einmal an diesem Platz. Und zwar war das 1977, als ich mich entschlossen hatte, Rennfahrer zu werden und meine erste Rennmaschine finanzieren musste, indem ich Brezen verkauft habe. Und wie der liebe Gott das so will, war der Zufall, dass ich das im Hacker-Pschor-Zelt gemacht habe, unterhalb dem Engel Aloysius, damals schon. Und der Grund, warum ich mich dann später entschied, nicht Jura zu studieren, sondern Rennfahrer zu werden, lag einfach darin, dass ich mir gesagt habe, irgendwas stimmt in dem ganzen System nicht so, in dem wir da arbeiten. Wir rackern und schuften und letztendlich geht es nur darum, Geld zu verdienen. Und warum soll ich Geld verdienen mit einem Beruf, wo ich erst einmal 6, 7 Jahre wieder lernen muss? Jetzt habe ich gemeint, ich habe das Abitur geschafft und es langt schon, dass man irgendwas hat. Im Endeffekt war das gar nichts, sondern es geht wieder weiter. Und dann habe ich gesagt, natürlich lieber gleich Geld verdienen mit dem, was mir Spaß macht. Und dann weiß ich vielleicht später besser, was ich studieren sollte, weil Jura war zwar trocken und ich habe es auch gut verstanden, aber es ist halt so, man liest die Texte und dann steht ja alles drin. Also was muss ich da studieren lang? Gell? Okay, also kommt's heute und es wird spannend. Ich habe eine lange Rede erst einmal zum Einstieg mir überlegt und dann, das ist eben das Entscheidende, geht es weiter, dass ihr auch reden könnt. Und von der verbliebenen Zeit, wir haben ja 3 Stunden, werde ich dann am Schluss nochmal eine Viertelstunde haben für mich, Abschlussrede zu halten. Aber die Dazwischenzeit, also beispielsweise, wenn wir, ich sage eine Zahl, 90 Minuten hätten, ja, dann könnten 9 Leute 10 Minuten selber reden und dann könnt ihr kommen. Ihr müsst natürlich über die Themen reden, also Heizungsgesetz und diese Wahlmanipulation aus meiner Sicht, ja, weil die Bundesverfassungsgericht hat zwar gesagt, okay, der muss verkleinert werden, aber das kann man ja auch so machen, dass es nicht eine Partei dann ausschließt. Und das halte ich das für untragbar, speziell aus bayerischer Sicht. Ja. Also, kommt zahlreich. Wenn von den 27.000 zumindest 2% kommen, dann sind wir 500. Und dann wäre ich schon sehr zufrieden. Vielleicht wird es auch nur 1%, vielleicht wird es auch mehr. Ich lasse mich überraschen. Bis später, 11 Uhr, dann geht's los. Tschüss.